Wer sind eigentlich die Reichen? Wer sind die Reichen? Ja, da sagt man dann oberflächlich die mit viel Geld. Das stimmt aber nicht. Wenn Sie einem Reichen, das ist ganz wichtig, was ich jetzt sage, wenn Sie einem Reichen das Geld wegnehmen, ist der immer noch reich. Der hat zwar kein Geld, aber der ist reich. Reich an Möglichkeiten, reich an Verstehen, reich an Wissen, reich an Strategien. Nehmen Sie mir alles Geld weg, in einem Jahr bin ich wieder da. Also wer sind die Reichen? Das ist eine Gruppe von Menschen mit bestimmten Glaubenssätzen, mit bestimmten Emotionen und mit bestimmten Handlungen, die sie gewohnheitsmäßig machen. Glaubenssätze, Emotionen und Handlungen. Es ist immer wieder diese drei, Glaubenssätze, Emotionen, Handlungen. Wer sind denn dann die Armen? Das ist eine Gruppe mit bestimmten Glaubenssätzen, Emotionen und Handlungen. Wem ist das klar? Dass es wirklich nichts anderes ist. Ich bin als 14-Jähriger mal zum Leidwesen meiner Mutter nach Italien getrennt. Alleine, mit einem Brummifahrer. Wer ist von Ihnen mal mit einem Brummifahrer? Ja, herrliche Erfahrung, als 14-Jähriger. Ich bin in eine ganz andere Welt eingetaucht von Glaubenssätzen, Emotionen und Handlungen. Ich erzähle Ihnen ein bisschen was darüber. Der Brummifahrer war wie aus dem Bilderbuch. So einen Ranzen, herrlicher Typ. So ein Stapel Pornohefte unter der Matratze seiner Schlafkoje. Jung, willst du mal gucken? Ich wollte gar nicht gucken. Ist aber echt schön. Nein, ich wollte es nicht. Büchse aufgemacht, auf dem Bunsenbrenner oder so einem Apparat erhitzt. Willst du mal kosten? Der hat ja aber nie richtig gespült, also wollte ich auch nicht kosten. Ich war 14 Stunden mit dem im Brummi. Danach hatte ich wirklich eine ganze Menge Glaubenssätze im Kopf, die ich vorher nie hatte. Über die reichen Arschlöcher, die da mit ihrem Auto und so weiter, die nicht rauslassen. Dabei bringt der denen das Essen. Er hält das Land am Leben. Das habe ich alles so nicht verstanden vorher. Und wissen Sie, was ist? Es gibt wahrscheinlich kaum jemand unter uns, außer da ist jetzt gerade ein Brummifahrer hier, der dann nicht sagt, oh, da habe ich aber deutlich bessere Glaubenssätze. Also das mit dem Pornoheftchen, das habe ich überwunden. Ich esse auch mal was Frisches und so weiter und so weiter. Aber wissen Sie, was das Interessante ist? Die Reichen sind weiter von der Mittelschicht weg als die Mittelschicht von den Armen. Das heißt, was Sie über den Brummifahrer denken, denken die ganz Reichen über Sie. Als ich das verstanden habe, wurde ich böse. Und dann, weil böse sein kein guter Zustand ist, habe ich gesagt, dann werde ich ehrgeizig. Nehmen wir mal an, ein Reicher hat 3 Millionen mindestens und ein Armer hat nichts oder Schulden und die Mittelschicht hat so gemittelt vielleicht 200.000. Dann sind Sie doch mit den 200.000 viel näher an Null als an 3 Millionen, nämlich 15 Mal weiter vom Reichen entfernt. Wer versteht das? Ist eine bittere Wahrheit, oder? Aber wie wichtig es ist, dann mit den Glaubenssätzen zu arbeiten, dass wir wirklich die Glaubenssätze der Reichen bekommen. Für mich ist das ein ganz tiefes Verstehen, wenn ich sowas durchdenken kann.